Zum ersten Mal in seinem Leben verließ Geron seine Heimat. Er wusste nicht, wo genau der Rote See lag und ob er den Feenforscher dort wirklich finden würde. Oder wie dieser ihm helfen könnte. Er folgte dem Weg einfach nach Norden. Wie hätte er ahnen sollen, wohin ihn diese Reise noch führen würde? Nuri hatte alle Sorgen hinter sich gelassen. Endlich war sie frei. Und sobald sie den Feenforscher gefunden hätten, würde sie sogar wieder zaubern können. Dann würde sie in jeden Baum einen Regenbogenvogel setzen und Geron ein fröhliches Gesicht malen. Derweil verfolgte Geron die Stimme aus seinem Traum. Und ihre entsetzliche Prophezeiung erfüllte ihn mit Zweifeln. Warum hast du dich auch mit einem Zornbold-König eingelassen? König Effadan ist kein... Zornbold heißt nur seine Familie. Aber warum glauben dann alle, dass du Unglück bringst? Ich bringe kein Unglück. Komm, vielleicht kennt die uralte Frau dort den Weg zum Feenforscher. Sie soll uns in ihrem Wagen fahren. Warte, lass mich reden. Du spielst gut auf der Laute. Danke. Es ist das Lied eines geliebten Menschen. Eines geliebten Menschen? Bitte, wer seid ihr überhaupt? Und warum schleicht ihr euch an mein Lager? Wir kommen aus Andergast und sind auf dem Weg nach Norden, in die Blutzinnen. Das ist Nuri. Und ich bin Geron. Die Blutzinnen? Wir sind auf der Suche nach einem Gelehrten. Es ist sehr verstrickt. Ich kann nicht alles erklären. Schon gut. Ich bin nicht neugierig. Nur vorsichtig. Sei gegrüßt, Rabe. Was hat denn der Rabe mit euch? Du Unglücksbringer, Borons Bote. Du und deine Sippe. Ihr habt mir meinen Liebsten genommen. Verschwinde! Haltet euch fern von Borons Boten. Und wer bist du? Ach ja, ich bin Isida, die Gauklerbraut. Aber jetzt Witwe. Wohin fährst du? Ich bin auf dem Weg nach Andergast. Wie ihr vielleicht wisst, wird dort die Königin von Nostria erwartet. Auf dem Volksfest will ich meine Künste darbieten. Aber jetzt ist ein Rad am Wagen gebrochen. Und ich sitze hier fest. Was ist deinem Mann zugestoßen? Ach, mein Darian. Er war ein wunderbarer Akrobat. Ich spielte zu seinen Auftritten auf der Laute und sang. Aber unsere Künste brachten nichts mehr ein. Also ließ er das Seil so hochspannen wie noch nie. Du meinst... Keine letzten Worte. Und kein letzter Wunsch, den ich im Herzen behalten kann. Das ist... Ich weiß, wie du... Ist schon gut. Mit dem Gauklerwagen kämen wir viel schneller voran. Aber du solltest Andergast besser meiden, Isida. Wie kommst du darauf? Ich kehre nicht um. Ganz Andergast ist voller Krähen. Sie belästigen die Leute und niemand kommt gegen sie an. Das klingt abenteuerlich. Das Volksfest wurde abgesagt. Das wäre dann nur verlorene Zeit für mich. Bisher seid ihr wohl ehrlich gewesen, aber ich bin trotzdem noch nicht überzeugt. Der Rabe. Er kam aus Richtung Andergast. Vielleicht ist er ein schlechtes Omen. Mit diesem Unglücksboten will ich nichts zu tun haben.
Ich kehre wohl besser um. Aber mein Problem bleibt. Solange das Rad kaputt ist, sitze ich hier fest. Und wenn ich das Rad für dich repariere? Viel Glück dabei. Es ist zerborsten. Komm wieder, wenn du dich aufwärmen willst. Pferde sind mir fast so unverständlich wie Feen. Hey! Das gestutzte Einhorn mag Geron nicht. Einhorn? Keine Sorge. Meine Imra ist stoisch wie eine Eiche. Hey! Das gestutzte Einhorn? Schau einer Fee nicht zu lange ins Gesicht, heißt es. Hoffentlich wird sie irgendwann auch mal müde. Ruhe dich etwas aus. Uns steht noch ein langer Weg bevor. Wie lang? Ich weiß es nicht. Ich war noch nie auf Reisen. Ich hoffe, es geht alles gut. Mach dir keine Sorgen. Der Vogelmann wird auf uns Acht geben. Diesem Raben traue ich kein Stück. Ich meine nicht den Raben. Ich meine den Vogelmann. Er trägt ein buntes Federkleid, umhüllt von Sternenstaub. Und wenn er auf seiner Flöte spielt, dann zerreißt es unsere Herzen vor Fernweh. Es ist das Lied der Freiheit, Geron. Du musst nur hinhören. Es ist wunderschön. Vogelmann? Du meinst Aves, den Schutzgott der Abenteurer. Wo wir auch hingehen, er wird uns beistehen. Warum vertraust du dem Raben? Er will uns doch nur helfen. Er hat keinen Grund dazu. Außerdem beleidigt er mich pausenlos. Du machst es ihm auch nicht gerade leicht, nett zu dir zu sein. Er ist ein guter Vogel. Und ich glaube, indem er uns hilft, will er sich das selbst beweisen. Und du, Geron, musst endlich lernen zu vertrauen. Es sind nicht immer alle gegen dich. Ich bin Vogelfänger. Ich vertraue keinem verdammten Vogel. Was ist, wenn der Vogelmann uns nicht beschützt? Was ist, wenn uns etwas zustößt? Hör auf! Du machst mich ja ganz verrückt. Ich werde jetzt Sterne zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bei den Göttern. Das kann nicht dein Ernst sein. Du solltest es auch versuchen. Du wärst gleich viel ruhiger. 37. Da. Du hast einen vergessen. So gefällst du mir doch gleich viel besser. Bist du nicht auch müde? Kein bisschen. Du kannst also Sachen wieder ganz machen, ja? Es ist nicht gut, wenn Dinge zerbrochen sind. Aber mehr kann ich nicht. Größere Zauber kosten mich jenseits des Feenreichs zu viel Kraft. Ich würde ausgehen wie ein kleines, schüchternes Flämmchen. Aber Dinge reparieren geht. Ja, das ist leicht. Es ist wie dein Zerbrechen. Nur, dass man sich dabei vorstellen muss, wie die Scherben zusammenkommen und nicht auseinanderfallen. Sag mir einfach, was ich heil machen soll. Es müssen aber alle Teile beisammen sein. Wenn also ein Krug in 7 Scherben zerbrochen ist, dann musst du alle 7 Scherben haben. Und dann musst du sagen, ich wünsche. Das ich wünsche ist sehr wichtig. Ein Teil des zerbrochenen Wagenrades.
Wolltest du nicht die Gegend auskundschaften, Rabe? Es ist Nacht und ich bin keine Eule, Dummkopf. Dann flattere zumindest irgendwo andersrum. Du hast die alte Frau zu Tode erschreckt. Ganz wie du willst. Ich bin Undank gewohnt. Augenblick. Da liegt doch was. Also schön. Ich wünsche mir... Hey! Wirklich sehr komisch. Ein schönes Rad. Oh, du kannst zaubern? Nicht mehr viel. Bist du eine Druidentochter? Nein, ich bin Nori Darinella Wanda. Kannst du zaubern? So etwas nicht, aber ich kenne einen anderen Zauber. Wirklich? Darian und ich haben unser Publikum geradezu geblendet. Gib acht. Ui, so ein schönes, helles Licht. Aber zauberst du immer mit diesem weißen Pulver? Welches Pulver? Und es tut dir nicht weh, Licht zu beschwören? Lindert das Pulver die Schmerzen? Ich weiß wirklich nicht, wovon du sprichst. Das ist stabiles Holz. Außerdem mache ich das bestimmt nicht alles nochmal von vorne. Das Rad hängt wieder an der Achse. Wärst du jetzt bereit, uns ein Stück mitzunehmen? Ihr habt den Wagen repariert. Und bei Travia, ein wenig Gesellschaft kann ich gut gebrauchen. Hier sind die Schlüssel zum Wagen. Ich bleibe noch etwas am Feuer. Viel ist durch die Löcher nicht zu sehen. Lass uns reingehen. Der Tag war schön. Oh ja, und wie. Ich habe die Eichblattqueste gewonnen. Was machen wir als nächstes? Wir schlafen. Sieh mal. Das ist das weiße Pulver, mit dem die runzlige Frau das gleißende Licht beschwört. Ich habe gesehen, wie sie es ins Feuer geworfen hat. Rühr das nicht an. Wer weiß, was es ist. Ich schlafe auf dem Bett. Du schläfst auf dem Teppich. Was? Was war das? Es kam von draußen. Nein, nein, hier war niemand. Sie lügt. Bedauerlich. Wer Lügen spricht, soll schweigen. Bitte glaubt mir doch. Hier ist niemand außer mir. Doch, sie sind hier. Sie will uns in die Irre leiten. Sie muss uns sagen, wo sie sind. Bitte, ich kann euch nichts mehr sagen. Dann können wir sie nicht unversehrt lassen. Verschwindet endlich! Die Zeit verrinnt so schnell in dieser Welt. Das Leben kürzt sich ab. Sie sind hier. Und wir finden sie. Was ist los? Zwei seltsame Gestalten suchen nach uns. Noch wissen sie nicht, wo wir sind, aber sie bedrohen Isida. Oh nein, wir müssen ihr helfen. Ich muss diese Kreaturen irgendwie ablenken oder vertreiben. Versteck dich hinter dem Vorhang. Ich lenke sie ab. Nein. Wer ist das? Irgendwelche Fantasiefiguren, was weiß ich.
Vielleicht helfen sie uns. Der Mittlere sieht aus wie der Koboldkönig. Wer baut auch Puppen aus Ton? Er ist hohl. Ein Putzlappen. Ich hätte lieber ein Schwert. Das Pulver. Vielleicht hilft uns das Zauberpulver. Mit diesem weißen Pulver hat Isida Licht gezaubert, sagst du? Welches Pulver? Hoffentlich hält das Pulver, was es verspricht. Ich könnte die Halsöffnung mit dem Lappen zustopfen. Jetzt rieselt nichts mehr raus. Mach schnell! Hoffentlich keine Leiter ins Totenreich. Sie verschwendet Zeit. Sie sind hier. Und wir finden sie. Nein. Sie haben sie einfach getötet. Die Kreatur kommt zum Kutschbock. Ich muss uns hier wegbringen. Was ist mit Isida? Es geht ihr gut. Sie ist geflohen. Aber ihr Schrei! Die Kreaturen haben sie verletzt. Doch dann haben sie von ihr abgelassen. Aber... Und dann ist sie in den Wald gerannt. Nuri, wir müssen hier sofort weg. Die werden uns töten. Steh mir bei. Es hat nicht funktioniert. Sie haben sie einfach umgebracht. Sei ein einziges Mal nützlich. So, und jetzt schnell. Geron! Ich beeile mich ja. Ich schaffe das, Nuri. Geron! Ich schaffe das. Ah.